Mein Name ist Guido Reis. Ich habe für euch heute ein sommerliches Rezept zusammengestellt mit den typischen Brandenburger Produkten. Einmal die Maibockkeule, also ein typisches Produkt hier aus der Region Brandenburg. Das ist eine Rehkeule, eine junge Rehkeule, die hier aus Stücken kommt. Dann typisch Belitzer Spargel, aber dann den grünen Spargel dazu. Rhabarber, ganz wichtig, gehört dazu als Chutney. Und dann natürlich werde ich die Soße dann noch dementsprechend noch verfeinern, dann noch mit frischen Erdbeeren dann noch. Wir fangen an mit der Rehkeule. Wie gesagt, ist die Maibockkeule. Das ist das erste junge Reh, was es im Jahr gibt. Die Rehkeule ist soweit von unserem Fleischer schon vorbereitet. Ich werde jetzt lediglich die Haut dazu noch mal abziehen. Diese wird beim Braten ansonsten etwas zottrig und fest. Normalerweise nimmt man den Röhrenknochen raus. Ich lasse ihn drin. Die Rehkeule ist ein reines Muskelfleisch, die zieht sich zu doll zusammen und man hat zu viel Verlust dann auch. Wichtig ist dabei, dass man wirklich unter dieser Silberhaut bleibt, damit man nicht zu viel von diesem wunderschönen Fleisch einfach wegschneidet. Und ihr seht selber, mit einem scharfen Messer funktioniert es hervorragend. Wenn ihr euch das nicht zutraut, könnt ihr auch gerne euren Fleischermeister dazu fragen, der macht euch das hundertprozentig auch. Ja. Wichtig ist, dass man nicht das ganze Fett wegschneidet, was an dieser zarten Rehkeule sowieso schon Mangelware ist, da Fett der Geschmacksträger Nummer 1 ist. Wenn man das Fett nicht mag, kann man es auch im Nachhinein dann wegschneiden, aber man hat den puren Geschmack eben einfach da drin. Wichtig ist, dass man die Parüren, diese Abschnitte nicht wegschmeißt einfach. Die kann ich jetzt dann beim Anbraten mit dazugeben. Ich werde jetzt ein wenig Rapsöl in die Pfanne machen und werde die Rehkeule von allen Seiten erstmal anbraten. Anschließend gebe ich Wurzelgemüse dazu. Wichtig ist dabei, dass ich, wir Köche unterteilen ja die Wurzelgemüse in Hart- und Weichgemüse. Wir fangen an mit dem harten Gemüse, das heißt also mit dem Möhren und dann anschließend Sellerie und Porree dazu. Wichtig ist natürlich, nicht alles zusammen reinschmeißen, weil die Möhren sind dann immer noch ohne Farbe, wenn ich alles zusammen reinschmeiße, aber Sellerie und Porree sind dann schwarz. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen Röstgeschmack haben, aber nicht eben schwarze Bitterstoffe haben. Und das ist das, was wir haben. Wichtig ist, dass wir beim Anbraten kein Salz dazugeben, weil Salz entzieht dem Fleisch die Flüssigkeit. Aber wir wollen ja eine Kruste haben. Wichtig ist natürlich, dass wir beim Anbraten und beim Wenden des Fleisches nicht einfach in das Fleisch reinpieken. Wir zerstören dadurch die Zellstruktur. Und dadurch tritt natürlich Fleischsaft aus und die Keule kann unter Umständen dann auch trocken werden, weil es ja den Saft verliert. So, nachdem ich die Keule gewendet habe, kann ich jetzt schon anfangen, ein paar Möhrenwürfel dazu zu geben. Die haben den längsten Garpunkt. Die können jetzt schon mit anbraten. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Öl nochmal dazu gegeben, weil wir ansonsten die Möhren nicht angebraten bekommen. Die Möhren haben jetzt leicht Farbe schon genommen. Ich drehe jetzt nochmal die Keule, würde jetzt anschließend Sellerie und Lauch dazu führen. Ihr seht, wir haben jetzt schon eine wunderbare Röstkruste bekommen. Wichtig ist natürlich dabei, dass man nicht zu viel Gemüse dazu tut, weil ich möchte ja nicht meiner Soße dann eine Gemüsefond haben, sondern ich möchte eigentlich einen Schmorfond haben. Und dadurch ist es wichtig, dass man wirklich nicht zu viel Gemüse dazu gibt. Und jetzt ist natürlich aufgepasst, dass man nicht dass die Möhren nicht zu dunkel werden. Im Übrigen als kleinen Tipp nochmal von meiner Seite aus, wer nicht unbedingt Maibock mag oder Wild überhaupt nicht mag, man kann das gleiche im Herbst eventuell auch mit Hirsch machen. Man kann es jetzt auch zu der Jahreszeit die gleiche Zubereitungsweise auch mit Rind machen. Also wir haben da die verschiedenartigsten Varianten, damit man auch wirklich jeden Geschmack trifft. So, ich nehme jetzt die Rehkeule raus. So, dass wir jetzt noch mal ganz uns auf das Gemüse ganz kurz konzentrieren. Ein Tröpfchen Öl noch mal dazu. Gerade der Sellerie und das Lauch bestehen ja zu einem gewissen Anteil an Zellulose und die saugt natürlich das Öl auf. Und ihr seht jetzt, wir haben jetzt schon einen wunderschönen Röstcharakter des Gemüses bekommen. Wir werden jetzt anfangen mit Rotwein abzulöschen. Aufpassen beim Rotwein reinkippen, gerade das Fett ist heiß, das Gemüse ist heiß, es könnte spritzen und es entwickelt sich auch unter Umständen durch den Alkohol auch eine kleine Flamme. Da, wie gesagt. So,
So wichtig ist, dass man am Anfang nicht zu viel Rotwein dazu gibt, weil wir wollen eine Reduktion herstellen, sodass der Rotwein reduziert und sich die Trübstoffe, die im Rotwein drin sind, angeröstet werden, sodass wir auch da eine dunkle Farbe dann bekommen. So, ihr seht selber, wir reduzieren das Ganze jetzt schön. Die Trübstoffe, die setzen sich ab jetzt. Man sieht, dass sie leicht angeröstet werden jetzt dabei. Diesen ganzen Vorgang, ihr seht, ich habe hier circa ein Dreiviertel Liter Rotwein. Diesen ganzen Vorgang mache ich mit der kompletten Karaffe. Das heißt also, 4-5 Mal wird dieser Vorgang wiederholt, bis bestimmte Reduktion vorhanden ist. Der Rotwein ist fast verkocht. Ist fast einreduziert. Ich packe jetzt die Abschnitte, die ich vorher von der Keule abgeschnitten habe, packe ich jetzt mit in den Fond rein, damit wir da noch die Kraft und die Energie aus diesen Stücken bekommen. Lassen die kurz mit dem Rotwein reduzieren, so dass ich dann unseren selbstgekochten Fond, den wir aus unseren Knochen, aus den Rehkeulenknochen etc. Selber kochen, aufgießen. Alternativ, ich halte zwar nicht viel von diesen ganzen Fertigprodukten, aber alternativ kann man natürlich auch, ich würde jetzt nicht unbedingt eine gekörnte Brühe nehmen, aber es gibt so eine leckeren Sachen aus dem Glas, die fertigen Fonds, diese braunen Grundfonds von Wild und Rind und so weiter und so fort, kann man alternativ zur Not nehmen, sage ich jetzt mal. Also könnte man entschuldigen. Ich kippe jetzt den braunen Grundfond dazu, der ist gewürzt soweit, da ist Salz, Pfeffer, alles schon drin. Deswegen brauchen wir die Rehkeule auch nicht mehr separat zu kochen, zu würzen. Das Ganze kocht jetzt einmal rauf. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch Wacholderbeeren typisch als Wildgewürz noch dazu geben. Mit dem Fond aufkochen, sodass sie dann den Geschmack dementsprechend. Man rechnet auf 1 Kilo Keule ungefähr 8 bis 10 so eine Wacholderbeeren. Die Keule hat ungefähr 1,5 Kilo gehabt. Also ihr habt gesehen, was ich darin gehauen habe. Also Wacholder ist ja ein Gewürz, was ja dem Reh erstens so einen ganz typischen herben Geschmack gibt und auch dann eben auch die Zartheit einfach rüberkommt doch. So, ihr seht selber, der Fond kocht jetzt soweit. Ich habe die Rehkeule bewusst nicht abkühlen lassen. Die steht hier bei mir am Herdrand, damit sich das Fleisch durch das Anbraten ist. Das Fleisch ist ja Muskel, durch die Hitze hat er sich zusammengezogen, ist ja ein Muskel. Und ich habe es an den Herdrand gestellt, damit er sich einfach wieder entspannt. Und umso zarter wird das Fleisch auch. Und auch umso einfacher ist es, die Rehkeule soll ja zart rosa sein. Und umso einfacher ist es auch, die rosa dann zu bekommen dann. Aufpassen bitte dabei, Rehkeule trocken und durchschmoren ist an für sich ein No-Go und schmeckt an für sich total nicht, weil es total trocken ist. So. So, ihr seht selber, sie badet, sie schwimmt, sie geht jetzt bei 150, 160 Grad, kommt auf den Ofen drauf an, ihr könnt Umluft nehmen, circa 1 bis 1,5 Stunden in den Ofen. Lieber ein bisschen weniger Temperatur, umso besser ist das Ergebnis von der Keule und umso zarter wird sie auch. Weil je höher die Temperatur ist, umso doller, umso schneller gart sie und umso doller wird sie auch fester einfach. Viele Haushalte haben auch jetzt schon einen sogenannten Kombidämpfer im Haushalt. Ist selten, aber das ist mein Vorteil beim Garen jetzt. Ich kann beim Kombidämpfer kann ich eine Kombination machen aus Hitze und Flüssigkeit, also Wasserzufuhr. Zu Hause würde ich in dem Falle noch einen Topf vielleicht in die Backröhre mitstellen, dass sich ein Dampf, ein Vasen entwickelt, dass die Keule nicht so trocken wird. Ja, und ihr seht selber, ich gehe bei 150 Grad, gehe ich jetzt hier nur eine Stunde und dann müsste die normalerweise dann fertig sein. Jetzt schauen wir mal, was unsere Rehkeule macht. Ich denke mal, sie müsste soweit fertig sein. Sie war jetzt etwas über eine Stunde drin. Ich habe nochmal die Zeit nachreguliert, weil das nicht ganz so war, aber wie gesagt, wir arbeiten mit Naturprodukten und man kann jetzt nicht speziell sagen, eine Keule dauert jetzt wirklich nur oder jede Keule dauert jetzt eine Stunde, also das geht nicht. Ja, also man muss da schon ein bisschen Gefühl entwickeln oder man macht sich natürlich einfach, da gibt es für die Hausfrau oder auch für die Köche gibt es ja diese Kerntemperaturfühler und
Das erleichtert natürlich das Ganze. Kerntemperaturmäßig, wenn man so mit so einem Fühler arbeitet, 60, 65 Grad, darf das Ganze nicht überschreiten. Ansonsten wird es nicht mehr rosa. Eiweiß, also rosa wird es ja nur dann, wenn das Eiweiß nicht geronnen ist im Fleisch. Und Eiweiß gerinnt einfach bei 62, 63 Grad. Ich gieße mir jetzt den Fond ab, weil wir ja noch uns ein kleines Süßchen noch davon zaubern wollen noch. Die Keule lassen wir jetzt noch mal kurz auf dem Herd dran stehen, damit sie warm bleibt. Den Fond koche ich mir jetzt noch mal auf. Und werde dann den Fond noch mal mit etwas Erdbeermarmelade verfeinern, weil das Thema war ja gewesen, Rhabarber, Spargel, Erdbeere. Es gibt zwei Varianten, um unsere Erdbeer-Wacholder-Jus weiter zu verfeinern und zu vollenden. Einmal kann ich natürlich jetzt mit Mehl oder Stärke arbeiten, was nicht so toll wäre, weil wir haben ja, vielleicht ist euch schon aufgefallen, bewusst auf Sättigungsbeilagen, also Kartoffeln etc. verzichtet bei unserem Menü, weil wir ja leicht und frisch kochen wollen. Ich lasse jetzt einfach den Fond noch mal um die Hälfte reduzieren und gebe dann die Erdbeermarmelade dazu, sodass wir dann uns dieses Abbinden mit Stärke oder mit Mehl dann einfach sparen können. Und hier auch wieder aufpassen, nicht zu viel von der Erdbeermarmelade, weil wir wollen jetzt keine zuckersüße Soße haben. So, ihr seht, durch das Reduzieren und durch die Marmelade, die ja sowieso dann schon als Püree eine Bindung gibt, ist unsere Soße perfekt und ist auch soweit fertig dann. So, jetzt kommen wir zur Vollendung. Wir stehen kurz vorm Anrichten. Ich werde jetzt noch mal unsere frischen Erdbeeren noch mal ganz kurz in Butter anschwenken, dass die zumindest warm sind. Bitte darauf achten, dass die Erdbeeren nicht matschig werden oder weich werden. Es geht wirklich nur darum, dass wir die Erdbeeren warm machen, sodass wir den frischen, lieblichen Geschmack dann von der Erdbeere noch beim Wild haben. Weil Wild und Obst passt einfach zusammen, deswegen auch das Rhabarber-Chutney. Klassisch macht man ja bei Wild Preiselbeergelee oder sonst was dazu, aber das ist mittlerweile doch langweilig und macht auch fast jeder. Also man kann sich auch mal da andere Gedanken zu machen. Viele arbeiten jetzt noch mit ein bisschen Zucker. Ich persönlich verzichte bewusst jetzt auf den Zucker, weil der Zucker würde zu heiß werden und dadurch die Erdbeeren dann auch zu dunkel werden, da behalten wir auch nicht mehr die Farbe. Und ihr seht selber, durch die Butter, die ja heiß war schon, ist das mit den Erdbeeren auch schon erledigt. Jetzt darf ich auch mal in die Keule pieken, weil die ist gegart. Da kann jetzt nichts passieren. Ich habe bewusst jetzt unterhalb des Knochens reingepiekt. Ist natürlich jetzt etwas heiß. So, wichtig ist, dass die Keule am Knochen jetzt auseinandergeschnitten wird. Und ihr seht, jetzt schon beim Auseinanderschneiden, die ist einfach perfekt. So, ihr seht selber, es bleibt nicht viel am Knochen, wenn man es ordentlich macht. Wichtig ist, dass man wirklich am Knochen lang schneidet. Ich habe auch dadurch keinen Verlust. Viele sagen ja immer, vorher Knochen raus, dann habe ich weniger Verlust und so weiter und so fort. Aber dem ist nicht so. Wichtig ist, dass man beim Fleischschneiden gegen die Fasern schneidet. Ansonsten wird das Fleisch für den Gast oder für euch selber, kaut ja wie auf ein Stück alten Gummi umher. Das, was ich jetzt gerade gemeint habe, gegen die Faser, ihr seht das gerade hier schön, die Fasern laufen hier lang. Und ich muss jetzt so dagegen schneiden. Weil wenn ich jetzt mit den Fasern schneiden würde, hätte ich die langen Fasern und die kann man so ganz schwer zerkauen. So. Nach Möglichkeit immer ein bisschen dünner schneiden. Jetzt hole ich mir meinen Spargel dazu. Wichtig ist, dass man nicht die Soße total übers Fleisch macht, weil ansonsten hätte man es nicht rosa machen müssen. Weil ich kann ja auch zeigen, was ich da Leckeres gekocht habe. Oben drauf kommen jetzt die Erdbeeren. Noch ein Löffelchen von dem Chutney. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Rezept helfen. Ich würde mich freuen über euer Feedback. Alles Gute, euer Guido Reis. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de